werden Patriot-Raketen und deutsche Soldaten in unserem Land stationieren. Hiermit zerstört die Regierung das Grundgesetz, das sie selber geschrieben hat. Es ist völlig illegal, was jetzt geschieht. Wenn Sie behaupten, dass dies eine Entscheidung des Parlaments sei, dann muss das Parlament dies besprechen. Und wenn das Parlament schweigt, dann werden wir laut darüber sprechen. Es ist eine glatte Lüge, dass die Patriot-Raketen für die Verteidigung unseres Landes positioniert werden. Es ist eine glatte Lüge, dass Syrien eine Bedrohung für unser Land darstellt. Die Realität liegt darin, dass die Regierung versucht, die Türkei in ein Instrument umzuwandeln, um die Pläne des Imperialismus in unserer Region zu realisieren. Sie wollen die Türkei als eine Söldnerarmee der NATO benutzen. Anscheinend haben sie ihr Gedächtnis verloren. Vor nur 10 Jahren, nicht fern von hier, demonstrierten hunderttausende Menschen gegen den Transport der US-Armee durch das Land in Richtung Irak. Trotz der Niederlage der regierenden Partei AKP, die Genehmigung zu ratifizieren, versuchten sie durch Hintertüren, US-Soldaten und US-Waffen über den Hafen von Iskenderun zu transportieren. Vor einigen Minuten haben sie versucht, uns mit ein paar Tränengasbomben zu hindern. Sie haben uns in Tränen versetzt. Das kann uns nicht stoppen. Das kann uns nicht stoppen. Denn jeder, der an die Lage dieses Landes denkt, vergießt ohnehin Tränen. Die Patriot-Raketen sind unterwegs in Richtung Türkei. Sie glauben, dass sie diese Waffen in Iskenderun oder woanders an Land bringen können, ohne einen Preis dafür zu zahlen. Sie glauben, dass sie diese Waffen über die von unserem Volk gebauten Straßen transportieren und dann stationieren können, ohne einen Preis dafür zu zahlen. Sie denken, dass sie unsere Nachbarländer bedrohen und angreifen können, ohne einen Preis dafür zu zahlen. Wir sind jetzt nur einige tausend hier. Wir sind aber die Vertreter des Gewissens, der Würde und der Moral dieses Landes. Jetzt frage ich euch, meine Brüder und Schwestern, werdet ihr trotz Tränengasbomben und trotz Tränen in euren Augen diese Demonstration und Mahnwache fortsetzen? So, wir werden zusammen mit all den Werktätigen, den Intellektuellen und Jugendlichen dieser Stadt diesen Platz in einen Platz des Widerstands umwandeln. Wir werden von diesem Platz aus unseren Friedenseid in das ganze Land ausstrahlen. Wir werden die antiimperialistische Fahne dieses Landes hochhalten. Uns interessiert nicht, wer diese Patriot-Raketen transportiert und wie viele US-Soldaten sie schützen und Wache halten. Wir werden nicht zulassen, dass sie dieses Land in einen Handlanger des Imperialismus umgestalten. Wir und nicht nur die Mitglieder der türkischen KP, sondern das Volk dieses Landes werden nicht die Soldaten der USA werden. Wenn wir das Gewissen dieses Landes sind, dann tragen wir die Verantwortung, den Spaziergang der Imperialisten in diesem Land zu verhindern. Wir tragen die Verantwortung, die Kreise, die die Gefahr des Imperialismus nicht ernst nehmen, zur Rechenschaft zu ziehen.